Buddy. Guten Donnerstagabend. Na, wie geht's? Ich sollte vielleicht nicht in Arbeitsklamotten streamen. Moment. So, da bin ich wieder. Hallo. Ach ja, Buddy, Nimantu, hallo. Guten Donnerstagnachmittag euch beiden. Genau, alle Klammern. Ja. Naja, ich sollte vielleicht halt nicht unbedingt im Blaumann hier streamen. Naja, das nicht, aber... Naja, Logos und so. Ihr schaut mal rüber, ja? Also die Kamera einstellen. Video konfigurieren. Fokus. Schärfe. Übernehmen. Danke. Passt. Doch. Hallo, moin. So, erstmal die Musik ein bisschen leiser machen, weil sonst ist die auch ein bisschen zu laut. So ganz geil zu lesen ist das da unten auch nicht, ne? Naja. Ich muss mal eben die Seite hier raussuchen, wo wir eigentlich gerade sind. Acht? Ne, acht ist, 356? Ja, fast. Ja. Es wird hier alle... Weil es reflektiert die Anleitung hier wieder so viel, dass alles andere von der Kamera dunkel geschaltet wird. Naja. Hier sowieso alles hell, hier so in dem Bereich. Aber ist ja auch beabsichtigt. Kann ich dir mal was zeigen, so. Ui. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Okay, ich muss die Lampe da nochmal ausrichten. Moment. Bei dir steht 6 und oben 9. Buddy. Doch, jetzt ist der Rest auch nicht mehr so überstrahlt, weil jetzt hat man hier nämlich die Überstrahlung. Und dann sieht man da auch vernünftig was, also wenn ich es richtig halte. Beste Arbeitshose. Ja gut, das sind meine privaten. Da, trage privat halt Engelbert Strauß-Hosen, weil die echt cool sind. Also cool, nicht halt. Weil die halt echt gut sitzen. Ich habe schon einen Bauschritt gemacht. Fertig. Nein, nicht ganz, aber wir haben ja jetzt einmal das Heck hier hinten. So, einmal das Heck.
Ja, da unten sind die Schiffsschrauben und einmal das, ja, die Front. Und wie da oben zu sehen ist, und jetzt habe ich hier unten ein irgendwas abgemacht. Tada. Naja, muss ich noch festmachen, aber. Die sind super gemütlich. So. Deswegen sind das auch die besten, was? Ja, aber die lassen sich tatsächlich super, super angenehm tragen. Und haben vernünftig viele Taschen. Das ist so mein Thema eher immer. Ich schleppe immer so viel mit mir rum. Seelisch wie auch körperlich. Nein. Ich mach mal auf, ja? 9. Erstmal sortieren. Nur 4 Tütchen? Das sah nach mehr aus. Fertig. Wobei ich habe die Jeans, die anderen finde ich vom Tragekomfort nicht so schön für mich. Ich kann Jeans überhaupt nicht ab. Also irgendwie, da hat mich früher immer sofort irgendwie so Neurodermitis befallen, so ungefähr. Weil. Ich habe. Also gefühlt sind Jeans immer total starr und eng. Zumindest die, die ich immer hatte, wenn ich welche hatte. Weil du die anhast, sind es die Betten. Er schleppt körperlich viel mit sich rum. Nein, Kopf, nicht das, aus Kopf. Ah je, Buddy. Ich habe Jogdenim-Jeans, die sind nicht so starr. Ich habe Bengelbeer-Straußhosen. Die sind nicht aus Jeans und damit passt das. Wobei doch, ich glaube, ich habe ein, zwei Hosen, die aus Jeans-Stoff sind, die aber halt sehr Bengelbeert. Die, hab aber auch eher mehr stilistischen Hintergrund, also im Sinne von, ich trage ja nun mal eher sowas hier aus dem Gothic-Stil. Und da gibt es bei EMP halt eine echt coole Gothic-Hose. Die trage ich total gerne, wenn ich denn mal die Gelegenheit dazu habe. Was sehr selten ist. Im letzten Kobi-Stream hatte ich die, glaube ich, gehabt. Hab man nur mal die Bänzel an der Seite gesehen. Ketten hatte ich da nicht an. Aber an die würde man normalerweise auch noch so ein paar Ketten dran schmeißen und dann klimpert das so schön beim Laufen. Und allein schon fürs Klimpern finde ich die super toll. Meine Engelbeerstrauß sind aber aus Jeans. Auf jeden Fall mag ich die. So. Allerdings führt das auch mal zu Problemen, wie zum Beispiel, ich sitze im Bus zur Berufsschule, letzte. Die vorletzte Berufsschulwoche hatte halt so eine Gebärstraußhose an. Und dann quatscht mich so ein relativ junger Typ an und sagt: Hey, hier, bist du für den Lehrgang da? Und ich habe: Was für ein Lehrgang? Und der so: Ja, hier, Lehrgang. Wenn, dann musst du gleich aussteigen. Und der so: Nee, bin ich nicht. Aber du trägst so Arbeitshose. Ja, aber ich bin nicht für irgendeinen Lehrgang hier.
War erstmal total irritiert, was der Typ von mir will, weil er offenbar auch irgendwie Berufsschüler ist und für irgendeinen Lehrgang da in dem, ja, weiß ich nicht. Wollte mich dann freundlicherweise darauf aufmerksam machen, dass ich doch aussteigen sollte, wenn ich an diesem Lehrgang teilnehmen möchte. Ich habe zwar keine Ahnung, was für ein Lehrgang, aber offenbar gab es da wohl einen Lehrgang an einer der Haltestellen in der Nähe. Hier fährt er an 30.000 Schulzentren vorbei. Ja. Stimmt, das war der Tag, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Also der hier, als Russland da in der Ukraine einmarschiert ist. Hatte ich nämlich Nachrichten gelesen und die ganze Zeit auf mein Handy geschaut. Und dann kommt dieser Typ an und quatscht mich erstmal mit irgendeinem Lehrgang vor. Und ich denke mir so, was willst du von mir? Was, ja. Ja, aber du trägst doch Arbeitshose. Ja, privat trage ich die gerne. Happens. Na gut. Siehst du, ich habe schon einen Bauschritt gemacht hier. Ha, einen habe ich hingekriegt. Nein. Welche Größe wollen sie hier denn haben? 2, 4, 6, 8. Was habe ich hier? 2, 4, 6, 8, 10. Toll. Die hier ist richtig. So, aber wie geht's euch? Was macht ihr so? Es ist Wochenende. Überwiegend. Hallo und moin an alle. Moin Black. Wobei, ich habe auch eine Polyester-Baumwollhose von Engelmatch raus, aber nur wegen den Farben schwarz-rot. Ja, genau, Baumwoll ist sehr, sehr angenehm. Ich sehe gerade nicht, was ich baue, weil das viel zu... Also, Kamerawinkel passt hier gerade gar nicht. Ja, die Armee ist da auch nur auf einem Lehrgang. Ja, nee. Nächstes Wochenende arbeite noch. Ja, gut, dann arbeite mal. Los, arbeite jetzt. Wenn ich auf der Arbeit Netflix, wollte ich schon fast sagen. Wenn ich auf der Arbeit Twitch schauen würde. Ich bin gerade überlegen, wo genau ist das da gemeint? Ach, das ist die Rückseite. Aber niemand. Dann viel Spaß und grüßt mir die Mitarbeiter und gib allen ein Pat-Pat. Jo. Und dasselbe, was ich jetzt hier gebaut habe, baue ich nochmal auf eurer Seite. Eure Seite macht. Naja, nicht ganz. Sieht ein bisschen anders aus. Man dann wieder schön Panzerplatten anmontieren. Tja, hab ein Einzelbüro, ich kann hier Krach machen, wie ich will, aber selbst bei offener Tür würde ich wohl niemanden stören. Keiner da. Und zumindest keiner auf dieser Etage. Ja, gut. Dann kannst du zumindest Musik hören beim Arbeiten. Haha. Geht bei uns eher selten gut, weil wenn nebenan die hohen Menschen von einer... Weiter darf ich nicht reden, aber wenn da die... Wenn da sehr wichtige Personen Konferenzen halten und wir nebenan Krach machen, dann gibt das Stress. Deswegen sollen wir schlicht und ergreifend gar nichts machen, wenn die in der Nähe sind. Oh, 4, 6, 7, das passt nicht. Oh, 4, 6, 8. 2, 4, 6.
Ja. Ach, man hat einen wahnsinnig guten Ausblick von da. Auf das Neubaugebiet. Ich muss gerade mal schauen. Ihr seid schon wieder eine Seite zu hinter. So. oh je, direkt das gesamte Gebäude mit Wuffels zupflastern. Kann man mal machen. Das hebt bestimmt die Arbeitsmoral. Einfach mal auf die Konferenz und wofür in die Kamera halten. Ja, wir haben ein sehr wichtiges und konsequentenreiches Meeting. Aber hier ist mein Wuffel. Warum nicht? Wobei, ich muss mir jetzt echt hier auf meine Anleitung ansehen, sonst komme ich so ein bisschen durcheinander, wo was hin soll. Wenn es gedreht ist, dann kommt der hier hin. Und dann kommen da... So, 4, 6, 5. Der hier. Zweimal und zwei von den 10er-Längen. Ich hoffe mal, das hier sind die 10er-Längen. 2, 4, 6, 8, 10, jawohl. So, und auf der Seite hier. Ich brauche nochmal so einen. Hunde sind generell total begeistert von allem, egal was sie sehen. Immer direkt wow, wow, wow. Ja. Dann beschwert sich der Chef, weil er nicht mehr das höchste Tier ist. Okay, dann seid ihr noch auf den Schrank. Ja. Wait, den Wuffel oder den Chef? Schon mal überlegt, sie anzuheben? Die Preise, nicht die Besucher. Niemand wird wissen, was ich, wovon ich rede. So. Die habe ich dran. Die hier sind dran und der ist dran. Okay. Oh ja, direkt erkannt das Zitat. Yay. Gute Zutat. Danke, Autokorrektur. Autokochen. Thermomix. Was? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie gab es da mal immer diese. Weiß ich nicht. Irgendwie wurde sich darüber wohl mal lustig gemacht. Habe mich aber nie mal mit beschäftigt, also halte ich einfach die Klappe. Und ich brauche irgendwas, was hier zwischen passt. Nein. Ja. Das ist nicht zu viel da drauf tun. Ja. Das Ding hier hin ist super labil. Bin auch wieder weg. Viel Spaß noch. Bis denn. Thermomagie von Wuffelwerk. Ja nun.
Dann wirst du international erfolgreich und die Ami sprechen dich Waffel aus. Waffelwerk. Die Waffelwerke. Wobei ich den organisierten Waffelhandel auch nicht schlecht fand. Ich hatte da, glaube ich, mal so ein Bild gepostet, weiß ich wirklich, wie jemand so genannt hat. Nice. Ja, ich hatte irgendwann mal ein Bild im Discord TechChat Medien gepostet. Weil halt wirklich es einen Laden gab, der sich organisierter Waffelhandel genannt hat. Fand ich lustig. Was ist denn das? Warum wird hier schräg gebaut? Das ist unsymmetrisch. Wo bleibt denn die Ingenieurskunst? Oh Gott. Das Problem ist jetzt, im Moment kann ich euch das Schiff nicht komplett da vor die Kamera halten, damit ihr irgendwie seht, was ich hier mache. Aber ja, dafür ist das Schiff vermutlich noch zu instabil. Okay, ich habe noch nicht genug Kraft, doch. Okay, es ist doch stabil. Also ich baue hier gerade den Mittelteil. Da vorne die Wände halt. Also man sieht schon, es hat seine Größe. Ich glaube, das ist sogar schon fast die maximale Größe. Also Länge. Jetzt kommt halt noch Aufbauten und Panzerung. Opietrisch. Jeder Polizist soll eine eingerollte Waffe immer dabei haben. Kann zur Entspannung der Lage definitiv beitragen. Waffel stand an der Querdenker-Demo. Sind sie alle erstmal abgelenkt? Ja, hey, Waffeln. Und schon protestieren sie nicht mehr. Ja, toll, das ist ja unpraktisch. Ne? Also, die Funktion ist nicht so hundertprozentig aktuell. Aber ja, das ist der Flugzeugaufzug-Dings. Damit die Flugzeuge aus dem Hangar aufs Deck kommen. So. Was haben wir denn? Oh nein, den schon wieder. Das kriege ich hin. Ja, mit dem Waffelstand den Demonstranten den Mund gestopft. Ja, das würde schon helfen. Das wäre ja doch eine Lösung. Eine friedliche, gemeinnützige Möglichkeit. Und jeder, also alle Einnahmen gehen dann schön an die Rechtsstiftung. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn da so? Es gibt tatsächlich einiges, aber ich habe keine Namen parat. Und in der Gebäudesicherheit so Zäune mit Waffeldraht oben dran. Waffeldraht, das ist auch gut. Oh Gott, wir brauchen mehr Waffeldraht. den. Damit haben wir auch alle hier Seitenwandteile hier. Wandpaneele. Die Dinger hier halt da.
Und hier auf dieser Seite. Ich habe erstmal ewig nachdenken müssen, wie das richtig hieß. Maschendrahtzaun? Wer von euch hat schon Horizon Zero Dawn gespielt? Ja, hier, hallo. Zero Dawn habe ich gespielt. Ich meine am PC. Achso, nee, das nicht. Leider nicht. Müsste ich eigentlich. Stacheldraht. Your Maschendrahtzaun. Nee, ja. Gibt's für PC? Ja, Zero Dawn gibt's, ist dann irgendwann mal für PC rausgekommen. Ich hab's mir die Tage gekauft. Nice. Sehr gut. Viel Spaß damit. Ha, wirst du haben, weiß ich ja. Das Spiel ist absolut klasse und ich bin so gespannt, wenn der Nachfolger rauskommt. Weil den werde ich auf... Also, wenn der Nachfolger für PC rauskommt, das werde ich so spielen, das könnte... Also, da... Da kann Kingdom Hearts gegebenenfalls auch mal eine Unterbrechung machen. Nee, wird vermutlich nicht, aber... Bin sowieso gespannt, wie lange Kingdom Hearts noch geht. Ich habe mir da noch ein bisschen was vor. Und jetzt haben sie ja Kingdom Hearts 4 angekündigt. Und bis ich mit allen Kingdom Hearts Teilen durch bin, ist Kingdom Hearts 4 vermutlich auch da. Vor allem, weil ich für Nin gerne einmal, damit sie ein bisschen nachschauen kann, eine Pause machen wollen würde zwischen dem aktuellen Kingdom Hearts und dem nächsten Teil. Sag mal, wo ist denn hier... Da. Eins, zwei, drei. Die beiden. Ende. Das war's. Vor allem auf PC sieht das ganze Spiel noch mal besser aus als auf der PlayStation 4. Die haben das Ding noch mal für PC richtig rausgeputzt und meine Güte, sieht das gut aus. Vor allem mit 4K und diversen Verbesserungen. Ich glaube, Raytracing oder zumindest so Path Tracing Support hat es auch gekriegt. Oh nein, der sollte gar nicht dazwischen. Hat es auch gekriegt. Ich brauche ein Multitool. Da kommt nicht ein Block daneben. Auch da ist jetzt so ein 1x1-Pinöpel, den habe ich gerade in diese Versenkung hier geschmissen, aber der kommt eigentlich da drauf. Sieht man bei euch gar nicht. Ach ja, ich habe vergessen umzuschalten. 2, 4, 6, 7. Aha, 2, 4, 6, 7. Der kommt jetzt hier zwischen. Den da und hier kommt noch so einer drauf. Ich schaue mir erstmal noch alles falsch an Zero Dawn an. Ja, die haben Züge eingeführt. Rail Tracing. Oh Gott. Kurz AFK nach Wäsche gucken. Guck mal nach deiner Wäsche. Da kannst du wieder aus deiner Wäsche schauen. Oh, ich mag die Melodie in diesem Track. Nie nach deiner. Halt, Moment. Was? Und ich mache mich jetzt auch mal auf den Heimweg. Bis später, falls du dann noch live bist. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst, aber vermutlich eher tendiere ich zu nicht. Mal gucken. Viel Erfolg auf jeden Fall auf dem Heimweg. Hier ist schon wieder unfassbar viel los, weil Ferien. Ich glaube es gar nicht, was hier alles los ist. Im Radio gleich wieder. Ja, wir zeigen jetzt nur noch, wir sagen jetzt wieder nur noch Staus ab
ab 5 Kilometern an, glaube ich. Ich habe hier wirklich ein Steinchen vergessen. Eieiei. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich. Aber den habe ich vergessen. Was ist der Schritt hin? Achso. Den da. So, den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. So. Fünferlänge kommt da drauf. Bleibt einer übrig? Jawohl. Und dasselbe hier drüben auch nochmal. Wenn ich den drauf kriege. So. Ich so, aktualisieren oder unter runterfahren? Windows so, wird neu gestartet. Ja, ja. Ich weiß. Es ist so furchtbar. Um Update zu machen, muss ich dreimal neu starten. Weil Windows mit Neustarten immer besser klarkommt. Toll. Das ist aber nicht das, was ich eigentlich wollen würde. So. Nochmal eine 5er-Länge hier hin. Und eine 4er-Länge hier hin. Und noch eine 4er-Länge hier hin. Und noch eine 4er-Länge hier hinten hin. Und noch eine 5er-Länge hier hinten hin. Und noch ein 1x1-Büppel hier drauf. Ja, wird jetzt allmählich eingebaut hier. Dann kommen 2 blaue Pins hier vorne hin. Wofür auch immer eigentlich genau diese blauen Pins sind. Die man hier mal eingebaut hat, sind auch schon mehr oder weniger verschwunden. Da ist noch einer. So, ab und zu sind hier diese blauen Pins drin, aber ich habe keine Ahnung warum. Hier vorne auch, die sind sogar zu sehen. Später im fertigen Modell. Man weiß es nicht so genau. Ach ja. Runes of Magic. Immer wieder schön die Musik. Das hier, das Flugdeck? Ne, ist doch noch ein bisschen höher. Ein bisschen höher, so die Höhe hier. Ah ja. So, die. Aha. Einen habe ich vergessen. Ich sollte mal wieder anfangen, mit dieser Maus hier zu spielen, statt mit der, die ich jetzt habe, weil die da passt irgendwie von der Form her einfach besser zu dem, was ich nutze. Weiß man ziemlich nicht, was ich auf dieser Seite mache, aber ich kann halt das Schiff die ganze Zeit hochzuheben, wird glaube ich auch ein bisschen schwer auf Dauer. Aber das hier seht ihr. Es verschwindet im Nichts. Bis gleich. Runes of Magic hat Asus Musik. Asus? Runes of Magic Rock, Shared Day. Ja, alles klar. So funktioniert das also. Buddy, es ist immer wieder erstaunlich, wie du auf so einen Schmarrn kommst. Nein, nicht Schmarrn, aber wie du auf solche Sachen kommst.
Und ich mag Schmarrn. Also Kaiserschmarrn. Super lecker. Also wirklich selbst hingekriegt habe ich den nicht, dafür ist meine Pfanne einfach nicht geeignet. Da brennt es halt von unten an und oben ist noch komplett flüssig. Das ist ja zu viel Hitze, ja, aber wenn ich weniger Hitze mache, dann passiert gar nichts, dann reicht die Wärme nicht. Ich habe halt nur so einen dreistufigen Elektroherd, weißt? Armer Student halt. Ich bin einfach ein bisschen verwirrt, denn der Baustein hier sollte nicht größer sein jetzt. Hab ich noch einen flachen Baustein? Was hier? Für ein Stein ist das da hinten drauf? Über den habe ich mich schon mal gewundert. Ach, das ist tatsächlich der falsche Stein hier, der gehört. Das muss der hier sein. Das ist toll, dass man den überhaupt nicht sieht. Weil da sind an der Seite diese Pinöpels dran, aber die siehst du in der Anleitung nicht. Halt bei den Bauteilen, ja, okay, aber. Ich schaue doch auf das, was ich bauen will und nicht auf das, was ich verbauen will. Nein, alles gut. ich bin einfach nur doof. Jetzt kommen ganz viele von denen hier. So wie es aussieht, alle. Ja, Kaiserschmarrn. Mit oder ohne Rosinen? Ohne, hallo. Um Himmels Willen. Rosinen. Drei. Oh je, ich habe immer sechs dran. Immerhin sechs dran. Achso, Herd, ja. Sehr gut. Ach nee, so doof ist es nicht. Also ich habe halt 0, 1, 2 und 3, also letzten Endes 4 Stellungen, aber die 0 brät ja nicht. Und auf der 1 reicht das halt auch nicht so richtig. Auf der 2 wird es dann halt schon zu viel. Dann brennt es halt, entweder brennt es halt von, ja, wie ich eben sagte, entweder es brennt von unten an oder kannst halt, ja. Es will halt nicht so, wie man es sich gerne vorstellen würde. Sag mal, was brauche ich denn hier? Ich werde schon wieder finden. Für eine Größe hier. Yes. Da einer zu viel, einer zu viel. Genau richtig. Oh nein, bitte nicht. Desolation Walls hier. Den Track kenne ich mittlerweile anhand des Namens. Haben wir denn mal. Ich wollte mir noch den Doom Soundtrack kaufen, ne? Wo habe ich denn mal. Kann man überlegen, wo habe ich denn hier in der Liste mal was, was ich kontinuierlich durchlaufen lassen wollen würde? Auch das hier ist auch nicht schlecht. Desolations Walls. Ja. Ja. Nee. Das habe ich gerade gemacht, diese ganzen einzelnen Pins hier angebracht. So, hier kommt wieder das dunklere Deck zum Einsatz.
Bis auf den Höhenunterschied passt. Ah. Bis auf den Höhenunterschied passt das einigermaßen gut. Ah, geht schon in Ordnung. Oh Mann, jetzt erinnert mich die Musik wieder daran, schön durch die Tiefen des Weltalls in Freelancer zu fliegen. Das macht immer so einen Spaß. Und es ist halt auch mega spannend, weil du nie weißt, ob du gleich in einen Kampf kommst, der dich eventuell umnietet. Weil in dem Gebiet sind die Gegner auch so stark, dass sie das auch tatsächlich können. Auch wenn du ein verdammt gutes Schiff hast, es müssen halt nur genügend Gegner kommen, dann bist du halt irgendwann bist du weg. Hatte ich, glaube ich, in einem meiner, entweder im Stream oder oh, guck mal, wieder so ein mehrfarbig bedrucktes hier. Da von der Seite, also oben drauf ist braun und seitlich ist grau für die Panzerplatten an der Seite. Warte mal, sieht man das hier auch schon? Nee, leider nicht. Warum nicht? Was da nicht nötig ist. Und ach doch, ist doch. Hier von der Seite ist es grau, aber sobald man den Winkel kriegt, haben wir von oben die braune Variante, das Holzdeck. Apropos, fliegen. Ah, oh, fliegen ist gut. Fliegen können wir mal, da fliege ich doch mit. Fliegen. Ja, 6, 2, 4 passt. Na, Danger, jetzt kommen schon die Gegner. Also sind in der Nähe vom Radar erfasst sozusagen. Aber wir sind noch nicht im Kampf. The Body. Warte, ich finde das einfach großartig. Lange hatte ich immer gedacht, so Mensch, das... Ich möchte den Namen immer genauso aussprechen. The Body. Ist irgendwie so halt. Aber das Original ist immer noch Beste. Warum mache ich eigentlich alles? Warum baue ich immer nur einhändig hier? Gib mal her, den Kappes. Vier, sechs, sieben. Jetzt sind wir im Kampf. Energie auf die Schilde. Oh ne, geht bei Freelancer gar nicht. Ist zu alt, das Spiel. Aber, ja. Na, prinzipiell. Das ist es. Oh, guck mal. Hier ist wieder so ein kleiner Unterschied zwischen der alten Anleitung und der neuen. Auf der Anleitung, die ihr hier habt, ist hier oben links ja so ein drei, also ist quasi hier. Achso, ist es tatsächlich, ja. Moment, 300, ah, seid schon wieder. Ja, okay. Ich blätter da mal weiter. 383. Musik, Omikron, Battle, da mal lieber Maske auf. Oh. ja, nun, okay. Aber. Ja. Namen können mehrere Bedeutungen haben. Das wissen wir als Elektrotechniker doch wirklich. Mensch, wieso passt der da jetzt nicht? Wieso?
Ich nehme mal ein anderes Teil hier. Boah, das kann nicht wahr sein. Wieso geht das nicht da drauf? Der will nicht. Als wäre die Ecke da zu lang. Aber es soll definitiv so. Buddy, bestraf mich mal und lob dich mal. Ich möchte meinen... Ich kann doch meinem Mod nicht die Beute klauen. Lass den da so jetzt einigermaßen drauf. Yay! Ja, das passt schon. Müsste echt mal schauen, dass man irgendwie da mit den... dass man da eigene Schiffe, sag ich mal, für nutzen kann. Müsste ich mal eigene, also Schiffe einführen, die man kriegen kann und so weiter. Aber ich habe halt keine Ahnung von Python-Programmierung, deswegen fürchte ich, kriege ich das schlicht und ergreifend einfach nicht hin. Man sieht, dass ich mal versucht zu konvertieren hier wav.mp3. Das Lied kommt also gleich nochmal im Original. Sag mal, was ist denn das an der Stelle da? Irgendwie will da nichts richtig funktionieren. Da muss noch was eingebaut werden, dass wenn ich gelobt werde, immer nur eine... Alter, das kann nicht wahr sein.
Da muss irgendwas sich richtig verkantet haben, aber das Ding ist, das ist ja sogar... Das ist ja einigermaßen biegbar hier. Super merkwürdig. Ich hoffe, das geht in 2-3 Lagen wieder. Du weißt schon, dass da ein anderes Teil hinkommt. Nee, schon richtig. Nee, das soll da ja... Das soll hier einfach nur den Teil auffüllen. Und zur Not baue ich den ganzen Teil da einfach nochmal wieder ab. Baust neu drauf und schau mal, ob es sich dann geändert hat. 2, 4, 6, 7. Das Schiff irgendwie umgedreht. Die da sind richtig. Der da. Oh, kann sein, dass ich nur einen falsch gesetzt habe. So, Martin. Ja. Okay. Ich glaube, die Anleitung 10 ist dann auf der nächsten Seite, auf dem nächsten Papier. Mir fehlt eine 1x4er. Komme ich gerade irgendwie völlig durcheinander? 6, die kommt hier hin. Passt da ja auch rein. So, da steht noch übrig. Das habe ich. So, hier fehlen noch 2. Drauf, ich weiß nicht, wie ich springe gerade in den Bauschritten so ein bisschen drüber. Aber das Ding ist, hier fehlt nichts. Das ist in Ordnung. Ne? So, dann kommen hier drüben, nachdem ich die beiden angebaut habe. Die beiden sind dran. Der ist dran. Ich habe das Gefühl, mir fehlt eine 1x4er Platte.
Hier muss eine 1x4er drauf. Wie hier. Ich habe keine 1x4er mehr. Man steckt die noch in den Tütchen. Hütchenmagie. Nepp. Habe ich hier irgendwas doch falsch gemacht? Lass mir noch mal ein paar Seiten zurückgehen hier. Nee, was wir suchten, 1x4 Stein, also quasi das, die Länge hier, nur halt ohne Schräge. Weil ich hier drauf noch so eine 1x4er Platte brauche. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich hier jetzt wirklich nicht irgendwie was zu Großes eingesetzt habe, aber das macht ja keinen Sinn. Da steht ja nichts über oder so. Das ist auch richtig, dass da diese, also weiß ich, war gerade überlegen, ob ich hier so ein, ob ich das hier fälschlicherweise irgendwo nicht eingebaut habe und stattdessen einfach nur eine Vierer, aber dem ist ja gar nicht, also bisher nicht so. So, und dann kommt hier irgendwann die 4, 6, 7er, 1, 3, 5, 6, 7er. Das sind 4 in der Reihe, 4 in der Reihe, ein Einzelner und 4 in die Reihe. Habe ich den irgendwo anders noch nicht verbaut? Nee. Ich schau mal, eventuell fällt mir das irgendwie später nochmal auf. Ja, hier muss halt ein 1x4er hin. Mal gucken, was mir gleich noch übrig bleibt. So einen hier hätte ich auch noch, aber das ist halt... Die kommen... Ja, die verbrauche ich jetzt. Mal auf 300. Aber hier sieht man es ganz gut, hier in dem unteren linken Teil. Da kommt so ein 1x7er Block auf. Der war ja schon super schwer, gängig da reinzukriegen. Aber auch die Aufteilung der restlichen Blöcke, die da so ausgegraut sind, die sind in Ordnung. So, und hier an dem Schritt bin ich jetzt quasi dran. Wenn ich den jetzt mal baue. Der da drüber. Darüber, der hier fehlt halt noch.
So, ich habe jetzt noch dieses Teil hier tatsächlich übrig. Habe ich hier eventuell irgendwo etwas übersehen? Ich schaue mir mal die ganzen Ränder hier an. Also die Paneele hier. 1, 4 aus jeweils getrennt. Okay, die sind da. Okay, das ist. Jetzt bräuchte ich halt ein Bild von der anderen Seite. Weil die Seite, die ihr seht, ist einfach anders gebaut. Aber zumindest kann ich sagen, dass meine Seite hier soweit in Ordnung ist. Ja, Bein ist okay. Okay, wo wird denn so ein Teil noch verbaut? Sonst baut die Noppen nach innen. Ja, zur Not halt ja, ne? Hier werden die verbaut. Hab ich auch immer, das ist auch in Ordnung. In welche Richtung geht denn das? Die geht nach unten. Brauche ich denn in diesem Bauschritt so ein Teil, das nach unten geht? Hier, einmal. Ach, das ist eventuell verbaut. Jetzt komme ich da nicht so gut ran. Warte mal. Das. Aha. Schau mich. Ja, okay. Schau dir das mal in der Anleitung an. Es geht um den Baustein hier. Siehst du da, ob da noch zusätzlich Noppen nach hinten, nach unten gehen? Okay, deswegen bin ich da drauf reingefallen. Boah, ist das mies. So, wollen wir nochmal ein bisschen was auftrennen hier. Lustigerweise auf der Seite, wo ich mir dachte, so, da ist alles locker, das ist okay. So, und der Baustein ist es hier, der hier. Der hier. Der wird ersetzt gegen den hier. Den wieder da drauf. Und der hier so da drauf. Genau. Dann kommt der hier daneben. Der kommt über die volle Länge daneben. Und jetzt habe ich den hier übrig, der hier hinkommt. Boah, ist das mies.
Also letzten Endes ist es dieser Stein hier unten gewesen, den man jetzt noch mit an der Seite mit den Noppen sieht hier, die hier. Siehst du, ich sag doch, da kommt ein anderer. Ich habe nur die Seiten vertauscht. Ja, und ich war ein bisschen zu weit links von dir aus. Easy zu erkennen. Ja, so nicht, aber ich lege mir auch immer die Teile für den Bauschritt raus. Ja, das habe ich jetzt zwischendurch mal nicht gemacht, weil ich dachte, ich würde auf der Anleitung sehen, was man verbaut. So, was gibt's denn hier noch? Möchte jemand die Titanic bauen? Oder die HMS Warspite? Ach nee. Die Warspite sieht eigentlich ganz interessant aus, aber es ist halt... Ach nee. So viel Platz habe ich in meinen Regalen dann auch nicht. Oh nein, ich kriege kein Geld dafür. Ich werde angerufen. Ich bin mal kurz gemutet. Moment. Thank you.
Ja, ich bin wieder da. Meine Anleitung ist zu Ende. Es ist 13 Uhr. Es ist 18 Uhr. Tja. Ich schätze mal, ich mache jetzt Futter, ne? Ich habe zwar den Bauschritt 10 hier liegen, aber das sind... Oh, das sind wieder sehr, sehr viele Einzelteile. Sehr, sehr viele Einzelteile. Also, Einzelteile sowieso, aber Kleinteile. Wenn du ganz, ganz viele, ganz, ganz kleine Sachen hast, macht das erstmal noch nicht viel den Eindruck, aber es ist verdammt viel. Sehen Sie beim nächsten Mal. Was? Genau das gleiche wie mit Chips. Was? Mit Chips? Ach so. Ja, okay. Was? Machen wir auch mal meinen Spaß. So. Tja. Morgen gibt's keinen Stream. Morgen bin ich weg. Und... Wir sehen uns dann erst nächste Woche wieder. Tja. Hilft nichts. Bis dahin. Bis dahin, schlaf gut. Naja, nicht ganz. Schönes Wochenende euch. Viel Spaß, frohe Ostern. Man sieht sich. Tüdelö, haut rein. Bis bald, Rian. Na, guten Hunger und viel Spaß morgen. Tö. Ja, ja, gut. Morgen noch nicht, aber die Tage halt. Schlaf schön. Tüdelö. Ach ja, ich glaube, die Karte kenne ich schon. Ja. Danke, Buddy, fürs Verlinken. Die Karte kenne ich. Ist sehr... eigentlich doof, aber naja.